Die Einreise nach Litauen verlief wieder unkompliziert. Auch wenn man hier Online-Einreiseanmeldungen am grünen Pass benötigt, wir wurden hier einfach wieder nicht kontrolliert. Das Wetter wurde langsam besser und wir kamen durch typische Touristenorte am Meer. In Klaipeda sind wir direkt an den Hafen, um die Fähre auf die Nährung zu erwischen. 5 Euro gezahlt und ab in die Warteschlange. Ging aber sehr schnell und wir waren in kurzer Zeit auf einer Fähre. Es war Sonntag und viele Wochenendausflügler wollten von der Nährung wieder auf das Festland zurück. Kilometerlanger Stau auf der Gegenseite vor der Fähre. Wir haben uns dann noch schnell in Nidden eine günstige Unterkunft gesucht und sind dann hin dort zur Villa Elvira. Ankommen in der Unterkunft, die sich als totaler Glücksgriff erwies. Dann einchecken, Motorrad abstellen und essen gehen. Wir waren wirklich glücklich. Ein Fischrestaurant vom Feinsten. Was will man mehr? Für den Morgen war eine halbe Stunde Sturm angesagt und das kam auch so. Konnte man aber gemütlich aussitzen. Danach war wieder Sonne und warm und wir sind auf der Nährung herumgefahren. Wir wollten uns ansehen, ob man auf der Nährung zur russischen Grenze nach Kaliningrad kommt, aber keine Chance, da war richtig zu. Also ab auf den Hügel mit dem Überblick über die berühmte Sanddüne und dort gleich mal die Drohne steigen lassen.
Und am Abend sind wir dann noch in den Ort Nidden gefahren, haben uns ein kleines Gasthaus gesucht und gut gegessen. Wieder Fisch. Dann noch etwas rumlaufen und den Abend ausklingen lassen. Mit Rotwein in der Unterkunft. Für uns ging es aber dann nach einem Ruhetag wieder zurück von der Nährung. Wir wollten an dem Tag bis Vilnius und hatten auch viel vor, dass wir uns ansehen wollten. Und es würden auch 480 Kilometer zu fahren sein an dem Tag. Und ein weiteres Mal bei einer anderen Düne am Weg noch einmal die Drohne ausfliegen lassen. Erstes Ziel war ein Monumentenpark, der aber dann doch nicht so interessant war, wie wir gedacht haben, sodass wir unbedingt hineinlaufen mussten. Also weiterfahren. Nächstes Ziel war das Cold War Museum, eine ehemalige russische Atomraketenbasis mit Silos im Boden. Solche Dinge kann man ja nur im Baltikum, der Ukraine und Kasachstan besichtigen, wo die Russen abgezogen sind. Im Westen sind diese Einrichtungen ja noch in Betrieb.
Die Bilder von dem Museum lasse ich einfach mal unkommentiert. Die soll jeder selbst für sich wirken lassen. Für uns geht es weiter. Nächstes Ziel ist der Berg der Kreuze, den wir uns ansehen wollen. Hinter dem Sushi-Haus ist ein Kebab-Haus. Und da haben wir jetzt Kebab bestellt. Vorsichtshalber den kleinen Kebab und der war riesig. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir uns einen kleinen Kebab gemeinsam genommen. Ein Stück zusammen teilen, ja. Der war so rum, so dick. Ja, echt extrem. Der war wirklich extrem. Aber zu zweit essen um 7,50 Euro mit Trinken und Kebab. Ich glaube, heute Abend braucht man nichts mehr. Kein Essen am Abend. Das reicht heute. Weiter geht's. Wir haben nur 250 Kilometer vor uns bis Vilnius. Und dann waren wir auch schon am Berg der Kreuze und haben auch gleich eine Gruppe italienischer Motorradfahrer getroffen, die auch in Schweden waren. Ich habe die Drohne steigen lassen und meine Frau ist gelaufen und hat inzwischen die Fotos gemacht. Arbeitsteilung nennt man das. Für uns geht es jetzt aber schnell nach Vilnius. Wir wollen dort in das Hotel und langsam mal ein Bier trinken und endlich ankommen. Nach dem Riesenkebab vom Nachmittag hatten wir keinen Hunger mehr. Haben uns nur mehr zwei Bier in der Rezeption geholt und das war es dann. Am nächsten Morgen war am Vormittag Regen. Meine Frau hat Wellness gemacht und die Sauna vom Hotel besucht. Ich habe mir die Motorradsache angezogen und bin außerhalb von Vilnius zum geografischen Zentrum Europas gefahren.
Das hier, wo ich da gerade stehe, ist das geografische Zentrum von Europa. Mit dem Stein, wo das markiert ist. Da gehen wir mal hin. Ich habe die Drohne starten lassen, als gerade kein Regen war. Plötzlich und schnell kam starker Regen, die Verbindung ist abgebrochen. Ich war kurz furchtbar nervös, dass die nun abstürzt oder unkontrolliert rumfliegt wegen Regen und Elektronik. Aber sie hat automatisch und zuverlässig den Rückkehrmodus aktiviert und ist brav bei Fuß zurückgekommen. Zurück in Vilnius war das Wetter wieder richtig gut und wir sind in die Stadt auf Sightseeing gegangen. Kultur inklusive Kirchenbesichtigung und Orgelkonzert. Zur Abwechslung wieder mal Regen. Wir verziehen uns in die Stadt und gehen mal was essen und trinken. Wir lassen den Abend noch gemütlich ausklingen, wir haben ja viel gesehen. Und am nächsten Tag geht es dann Richtung Polen.